Roman, ich stelle mich mal ein bisschen so hin, dass ich ihn auch sehen kann, der uns ein bisschen was über Bikemapping erzählt. Davor will ich aber gerade noch mal kurz Bescheid sagen, was die aktuelle Situation ist, weil es gerade mal wieder so ein bisschen Durcheinander gibt und die Stadt Freiburg gerade announced hat, dass alle Veranstaltungen über 50 Personen abgesagt werden müssen. Keine 50 Leute hier im Raum, oder? Dann machen wir das jetzt noch. Es gibt jetzt diesen Vortrag, danach hier in diesem Hörsaal die Abschlussveranstaltung und danach, wer möchte, kann noch draußen ein Glas Sekt kriegen. Aber jetzt ist erstmal der Roman dran und erzählt uns was über E-Bike-Mapping. Bitte, Roman. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass doch noch knapp 50 Personen da sind für meinen Vortrag über E-Bike-Mapping und im speziellen Fall von Infrastruktur. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Roman Herr. Ich komme aus der Schweiz, aus Wangen an der Aare. Das ist zwischen Bern, Basel und Zürich, ziemlich genau in der Mitte gelegen. Eine schöne Stadt, welche am Jura-Südfuss ist im Mittelland und welche sehr interessant ist für das Fahrradmapping. Arbeiten tue ich in der Firma Herde, ein Familienunternehmen, welches zum einen Vlies produziert und zum anderen Schutzanzüge, welche hauptsächlich in Kernkraftwerke eingesetzt werden. Meine Hobbys sind OpenStreetMap selbstverständlich. Ich bin auch im Vorstand der SOSEN, der Schweizer Vereins von OpenStreetMap. Und ein weiteres Hobby seit 2 Jahren ist das E-Bike-Fahren, was sich natürlich gut kombinieren lässt mit dem Mappen. Weitere Hobbys sind Fotografieren, aber auch Amateurfunk und das Things Network. Was sind die den Vortrag habe ich folgendermaßen gegliedert. Was sind die Vorteile des E-Bike oder des Mappen mit dem E-Bike? Ein wichtiger Punkt ist, dass der Zugang zu vielen Gebieten, Wegen möglich ist. Zum einen, weil man mit dem Fahrrad auch neben so einem Sperrposten vorbeifahren darf oder kann. Und es gibt auch viele Gebiete, welche durch das Fahrrad frei zugänglich sind, speziell wenn man ein Fahrrad hat, welches in der Schweiz nur bis 25 Stundenkilometer Unterstützung hat und dem Fahrrad gleichgestellt ist. Was auch ein sehr großer Vorteil ist, die Geländetauglichkeit. Auch schlechte Wege lassen sich sehr gut befahren. Und wenn es dann halt mit dem Fahren nicht geht, dann hilft dann, wenn es steil bergauf geht, auch noch die Schiebeunterstützung. Was natürlich wichtig ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und mappt, dass man tolerant und rücksichtsvoll ist gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern oder Wegbenutzer. Und dann hat man auch keine Probleme, wenn man entsprechend abbremst, im Schritttempo die anderen kreuzt und freundlich grüßt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sehr beweglich ist. Man kann einfach die Wegseite wechseln, bremsen, beschleunigen und das ist auch sehr praktisch. Die Reichweite und die Distanz ist doch erheblich, speziell wenn man nicht ganz fit ist. Also ist es auch für mich möglich, in etwas mehr als 2 Stunden eine Distanz von 50 Kilometer und eine Höheunterschied von fast 800 Meter zu überwinden. Ein weiterer sehr guter Punkt beim Bikemappen ist natürlich, dass man sich bewegt, dass man draußen ist und dass man auch sehr schöne Orte erreichen kann. Welche Objekte sind interessant für das Bikemappen? Ich habe eine Analyse gemacht und grundsätzlich sind Objekte interessant, welche nicht allzu viele zusammenliegen oder welche größere Ausdehnungen haben. Wenn man vergleicht das Mappen zu Fuß, dann ist man in einer Ortschaft, man mappt sehr lokal Details, aber nicht über ein größeres Gebiet. Mit dem Bike kann man größere Strukturen und weiterverteilte Objekte mappen. Mit dem Auto ist es meistens auch schon schwierig, dass man sich dann korrekt verhält. Und ja, es ist interessant, wenn man im Schau steht, dann kann man etwas auf der Autobahn mappen. Das ist noch so eine Möglichkeit. Im Vergleich von verschiedenen Objekten zeige ich hier zum Beispiel die Shops.
Man sieht einen Kreis von 10 Kilometern und die Shops sind doch sehr konzentriert im Bereich der Städte und der Hauptstraßen und Hauptverkehrsachsen. Hydranten, das ist ein Thema, für mich interessant ist, weil ich auch in der Feuerwehr bin. Die sind logischerweise dort, wo die Gebäude sind und auch ziemlich nahe beieinander. Diese mit dem Fahrrad zu mappen ist nicht sehr interessant, weil man dann die ganze Zeit beschleunigt, bremst und eigentlich keine große Distanz zurücklegen kann. Etwas weiteres, was man mappen könnte, und da sieht die Verteilung schon besser aus, sind Hundekotbeutelspender, in der Schweiz als Robidog bezeichnet. Man sieht, dass diese doch sehr homogen über die Landschaft verteilt sind und sich nicht nur in den Städten oder in den Agglomerationen befinden. Interessant wird es noch mit den Wanderwegweisern. Die sind dann hauptsächlich im Bereich der Berge, der Landschaft, und das sind so Objekte, die sehr prädestiniert sind für das Mappen mit dem Fahrrad. Zu den großen Strukturen gehören Hochspannung, Fernleitungen. Diese sind auch über größere Distanzen und interessant für das Mappen mit dem Fahrrad, sowie Gaspipelines, welche auch größere Ausdehnungen haben. Daraus ergibt sich, dass Objekte mit geringer Dichte, also Wanderwegweise, Brunnen, Trafostationen, auf dem Land natürlich auch Picknickplätze, Barbecueplätze oder Viewpoints, welche interessant sind, oder dann die Objekte mit der größeren Ausdehnung im Gaspipeline, Stromfernleitungen, sichtbare Infrastruktur, welche entsprechend man mappen kann. Wie geht man vor beim Mappen mit dem E-Bike oder wie mache ich das? Für die Planung verwende ich B-Router, welcher mir ermöglicht, sehr optimal die Strecke so zu legen, wie ich das möchte. Man kann ohne Planung unterwegs sein, aber ich mache meistens mir vorher habe eine Idee, wo ich durchfahren will und plane das. Dann auf dem Fahrradcomputer gibt es die Möglichkeit, dass man sich navigieren lässt. Das ist interessant, wenn man wirklich auf der Strecke bleiben will. Wenn man aber weiß, dass man von der Strecke teilweise abweichen will, ist es praktischer, wenn man die Strecke auf dem Fahrradcomputer nur als Linie darstellt und nicht navigiert wird. Das Vorgehen bei mir ist jetzt so, ich plane die Strecke mit dem B-Router, dann wird die Strecke exportiert als GPX-File, dann auf das Portal, in meinem Fall von Bosch, E-Bike Connect hochgeladen. Von dort wird es synchronisiert mit dem Mobiltelefon und dann über Bluetooth auf das Fahrrad, auf den Fahrradcomputer übertragen. Bei der Aufzeichnung, wenn man unterwegs ist, möchte man ja die verschiedenen Objekte identifizieren, welche interessant sind und die dann entsprechend sich merken, dass man sie später in der Karte eintragen kann. Hier habe ich einige Objekte, welche mich interessieren. Wichtig ist, dass man den Fotostandort und die Himmelsrichtung des Fotos weiß und auf dem Foto dann entsprechend erkennen kann, um was für einen Wegweiser es sich handelt oder wie auch die Nummer des Hochspannungsmastens ist. Zuerst habe ich es versucht mit einer Outdoor-Kamera mit GPS, das scheint sehr praktisch zu sein. Und ich habe vorne beim Fahrrad so einen Objektivköcher montiert, wo ich dann die Kamera mit einer Hand herausnehmen, einschalten und die Foto machen kann. Der Nachteil bei diesem System ist aber, dass es zu lange dauert, bis das GPS einen Fix hat. Und dann muss man anhalten, warten, bis entsprechend das GPS-Signal auf dem Bildschirm grün ist. Dann kann man die Foto machen. Das ist nicht sehr praktisch. Durch das, dass das GPS auch nur sehr kurz eingeschaltet ist, ist die Standortpräzision auch eher ungenügend. Der zweite Versuch war dann besser. Da habe ich die Kamerazeit mit dem GPS synchronisiert. Bei diesem alten Fotoapparat, das ist eine Nikon AB110 Outdoor-Kamera, gibt es die Möglichkeit,
dass man im GPS-Menü Zeitsynchronisation wählen kann und dann synchronisiert es die Zeitsekunden genau mit dem GPS. Dann beim Fotografieren das GPS ausgeschaltet, aber dafür noch die Funktion, dass die Himmelsrichtung aufgezeichnet wird, eingeschaltet. Später wird dann der GPS-Track vom Fahrradcomputer übernommen. Das Resultat ist sehr gut. Der Standort ist präzise, vom Bike Himmelsrichtung ist sichtbar und sofortiges Fotografieren ist möglich. Das heißt, wenn man je nachdem Objekte hat, kann man während der Fahrt Fotoapparat nehmen, einschalten, Foto machen und entsprechend weiterfahren. Bei der Verarbeitung in Chossen braucht es keine Korrektur der Zeit, weil diese ja vorgängig bei dem Fotoapparat sehr genau synchronisiert wurde. Filmaufzeichnung würde sich vielleicht auch noch anbieten. Ich habe mir das überlegt, aber eigentlich die Nachteile, welche ich offensichtlich erkenne, überwiegen. Also es sind viele Daten, welche aufgezeichnet werden. Es bräuchte eine sehr hohe Auflösung. Es ist der falsche Ausschnitt. Der verwackelt. Man kann nicht auf die Objekte, die einem interessierten, zoomen. Man hat zu wenig Details und auch dann die Beschriftung, was noch wichtig ist für die Weiterverarbeitung, ist nicht unbedingt lesbar. Vorbereitung vor der Fahrt. Entsprechend sicherstellen, dass auch die Akkus geladen sind, zeitsynchronisiert und genügend Getränke ist auch immer wichtig. Ich zeige jetzt ein Beispiel vom Mappen von Gasinfrastruktur. In der Schweiz, ich denke auch in Deutschland, sind diese Gasleitungen mit solchen Marker gezeichnet. Die Eigenschaft dieser Marker ist, dass man vom einen Marker zum nächsten Marker sieht und entsprechend so mit dem Fahrrad mehr oder weniger bequem die Strecke abfahren kann und dann das auf die Karte eintragen kann. Die Planung. Man sieht diesen gelben Streifen. Das ist dort, wo ich aufgrund von anderen Informationen die Gasleitung vermute. Dann trage ich die Strecke ein mit dem B-Rad, wo ich durchfahren will. Und da sieht man schon, dass es natürlich dann nicht unbedingt möglich ist, entlang der Gasleitung einen Weg zu finden. Später sieht man rot, jetzt dargestellt, die effektive Lage der Gasleitung und in Magenta dargestellt, die Strecke, die ich mit dem Fahrrad abgefahren bin. Man sieht auch, dass es einige Wege gibt, wo man in eine Sackgasse fährt, wieder umkehren muss. Manchmal fährt man, da diese Leitung an einem Hang ist, fährt man in das Tal, fährt wieder weiter, fährt wieder auf den Berg, fährt wieder ins Tal. Das ist also noch recht interessant. Die Vorbereitung funktioniert dann gleich wie vorher beschrieben. Beim Mappen stellt man dann fest, dass es natürlich Hindernisse gibt auf dem Weg zum nächsten Marker und man muss einen Umweg fahren. Teilweise hatte ich es auch ein bisschen übertrieben mit dem Querfeld reinfahren, was dazu führt, dass ich einige Mal ein Loch in einem Reifen flicken musste und dann entsprechend auf stabilere Reifen umgestiegen bin. Die Verarbeitung, da werden zuerst im JOSM die Gepäcksdatei geöffnet. Dann die Bilder importiert, georeferenziert und dann werden die OSM-Daten heruntergeladen. Das Problem beim Herunterladen der Daten ist, dass so ein Weg ein sehr großes Gebiet ist und es dann nicht einfach möglich ist, die ganzen Daten herunterzuladen. Was ich dann mache, ich wähle einen kleinen Ausschnitt aus und fahre eigentlich den Weg entlang, indem ich den Bildschirmausschnitt verschiebe und die OSM-Daten kontinuierlich herunterlade. Praktisch wäre es, wenn man entlang eines GPX-Tracks die Daten in einem Streifen herunterladen könnte. Hier ein Beispiel in JOSM. Man sieht den Ausschnitt,
entsprechend den Standort, wo der rote Fotoapparat ist, und der Teil, welcher einen unterstützt und einem zeigt, in welche Richtung man die Foto gemacht hat. Knapp erkennbar ist dann, dass das der Markennummer 28 ist. Ein zweites Beispiel mit dem Markennummer 40. Bei dem Bildausschnitt, wo das georeferenzierte Bild dargestellt ist, kann man vom einen Bild zum nächsten springen und es wird direkt den gesuchten Ausschnitt. Die Vorteile von Bikemappen ist sicher die Zugänglichkeit, dass man wirklich überall durchfahren kann oder an vielen auch durchfahren darf. Die Reichweite und die Beweglichkeit. Größere Strukturen lassen sich sehr gut mappen oder auch Objekte, welche weiter verteilt sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist sicher der Spaß beim Fahrradmappen. Das macht wirklich extrem viel Spaß, das Herumfahren mit dem E-Bike. Was ich mir grundsätzlich wünschen würde, wäre, dass man eben beim Joggen entlang eines Pfades einen Streifen herunterladen könnte. Beim Fahrradcomputer wäre es von Vorteil, wenn diese mehr Daten zur Verfügung stellen würde, wie zum Beispiel auch Beschleunigungswerte in der Z-Achse. Das würde je nachdem eine Aussage über den Wegqualität ermöglichen oder Informationen über den Akkuzustand oder den kumulierten Energieverbrauch. Das würde einem für zukünftige Strecken die Planung erleichtern. Eine Outdoor-Kamera mit mehr Zoom. Ich bin manchmal an der Grenze, um die Objekte erkennen zu können, und das wäre sehr von Vorteil. Weiter ein präziser, bezahlbarer Satnavigationstracker, welcher zum Beispiel auch den präzisen Modus von Galileo unterstützen würde, und natürlich schönes Wetter. Ich bedanke mich ganz herzlich an andere Projekte von OpenStreetMap, welche mir das ermöglichen, so Fahrradrouting zu machen, das ist sicher B-Router, dann die Overpass AP von Roland Ulrich und ein ganz interessantes Projekt, wo man Infrastruktur ansehen kann, openinframap.org. Darf ich Fragen beantworten? Merci. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen mit Fragen hier, ob das funktioniert, aber gibt es Fragen? Wir haben Mikrofone und können zu fragenstellenden Menschen hinlaufen. Da ist eine. Roman, eine Frage. Wie richtest du die Kamera aus? Weil du wirst ja nicht immer die Objekte tief genug oder hoch genug haben. Du wirst sie nicht immer direkt in Fahrtrichtung haben, dass du es irgendwie vom Lenker aus machen kannst. Wie machst du das mit der Fotoausrichtung? Also ich habe die Kamera in dieser Tasche vorne beim Fahrrad und ich gebe die Kamera in die Hand und richte sie dann eigentlich von Hand auf das Objekt aus, welches ich fotografieren möchte. Manchmal muss ich natürlich auch anhalten, wenn ich die Zoom-Funktion und in seltenen Fällen auch die Digital-Zoom-Funktion der Kamera nutzen will. Also die Kamera ist nicht fest in irgendeine Richtung montiert, sondern ist eine Tasche, wo ich sie mit der einen Hand herausnehmen, einschalten und bedienen kann. Und dann mit der anderen Hand einhändig fahren kann. Zu viele Knöpfe, die man an- und ausdrücken kann. Gibt es sonst noch Fragen an den Roman? Sieht nicht so aus. Dann, Roman, vielen Dank für deinen Vortrag auf die Ferne hier. Schade, dass du nicht da warst, aber das nächste Mal dann wieder bei dir auch in der Nähe
möglicherweise. Wohin geht es? Das darf ich noch nicht verraten. Kommt gleich in der Abschlussveranstaltung. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich natürlich, das nächste Mal auch wieder live dabei sein zu können. Ich wünsche noch einen ganz guten Abschluss. Danke. Danke.